Hallo Leute, heute bin ich in der Innenstadt von St. Petersburg. Vielleicht erkennt ihr sie. Ich habe Folge 1 hier gedreht. In Folge 1 habe ich die Passanten darüber befragt, was sie an Florida lieben. Jedoch habe ich euch die Innenstadt selbst noch nie gezeigt. In dieser Folge lade ich euch ein, mit mir durch die Innenstadt zu schlendern und ich zeige euch ein paar Sehenswürdigkeiten. Los geht's! Fangen wir mit Parken an. Beim Parken hat man verschiedene Optionen. Man kann auf die Straße parken. Fast alle der Straßenparkluken haben eine Parkuhr. Es kostet 1,50 Dollar pro Stunde und es gibt eine 2-Stunden Obergrenze. Wenn ihr auf die Straße parken wollt, würde ich euch beraten, vor 17.30 Uhr anzukommen. The dinner crowd, die Abendessen-Menschenmenge, kommt früh an. Eine andere Option ist, euren Wagen auf einem Parkplatz oder auf einem Parkhaus zu parken. Der Beach Drive Parkplatz ist nur ein bisschen von den Restaurants und Läden entfernt. Es kostet 3 Dollar, den ganzen Tag hier zu parken. Von dem Parkplatz aus kann man mit dem Downtown Looper Trolley fahren. Eine Fahrt kostet 50 Cent, aber die unmittelbare Umgebung, wo sich die Restaurants befinden, ist kostenlos. Meiner Meinung nach ist es einfach leichter, spazieren zu gehen. Ich stehe in Beach Drive. Diese Straße ist die schönste Straße in der Innenstadt, glaube ich. Hier gibt es Restaurants, Cafés, Boutiquen und sogar ein Museum. Diese Straße hat ein europäisches Gefühl wegen der breiten Gehwege und Außensitzplätze. Einige der Restaurants entlang Beach Drive sind teuer. Ich sehe ein, dass teuer ein relatives Wort ist. Über 20 Dollar für ein Hauptgericht ist teuer, meiner Meinung nach. Ein Restaurant, das ich mag, ist Bella Brava. Es ist ein italienisches Restaurant. Meine Frau und ich kommen hierher bei besonderen Anlässen. Ich empfehle den Lachs mit Honig und Rosmarin. Die Hot Oven Pizzas sind auch sehr lecker. Ein anderes Restaurant, das ich empfehle, ist Moon Underwater. Moon Underwater ist ein englisches Restaurant und Kneipe. Es bietet traditionelle englische Gerichte wie Fish and Chips und Bangers and Mash. Ich persönlich mag die Currygerichte. Die Preise hier sind relativ günstig, 12 bis 15 Dollar im Durchschnitt. Wenn ihr Lust auf Nachtisch habt, gibt es mehrere Optionen. Cassis American Brasserie ist ein Restaurant, aber es hat auch keine Bäckerei. Die Bäckerei bietet französisches und amerikanisches Backwerk und hausgemachtes Eis. Kiwins ist eine beliebte Konditorei. Hier findet man feine Schokoladen, Eis und die amerikanische Spezialität Fudge. Pachugo ist ein italienisches Gelato-Café. Meine Kinder lieben das Gelato hier. Nachdem ihr gegessen habt und völlig satt seid, wäre ein Spaziergang eine gute Idee. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Beach Drive ist Stroud Park, ein beliebter Ort zum Schlendern. Dieses Gebäude ist das Museum of Fine Arts oder MFA. Es hat eine beeindruckende Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Altertümern. Eintrittspreis für Erwachsene 17 Dollar.
Das MFA ist bei Erwachsenen populär, aber daneben ist ein populärer Ort bei den Kindern. Schaut mal, das ist der Kepok-Baum und er ist riesig. Immer wenn meine Familie in die Innenstadt fährt, bitte meine Kinder, auf den Kepok-Baum zu klettern. Und manchmal klettere ich mit ihnen. Das Hotel, das hinter mir steht, ist das historische Vanoy Renaissance, 1925 gebaut. Von Anfang an hat dieses Hotel die Reichen und Berühmten angezogen. Berühmte Leute wie Babe Ruth, Marilyn Monroe und Joe DiMaggio, Paul Newman und sogar Harrison Ford, Brad Pitt und George Clooney. Interessant ist, dass das Hotel beinahe abgerissen wurde. Während der späten 60er und 70er ist das Hotel verfallen. Während der 80er war es nur ein leeres Mauerwerk. Aber die Bürger von St. Petersburg haben das Hotel durch ein Referendum von der Abrissbirne gerettet. Und 1992 wurde das Hotel nach einem 93 Millionen Wiederaufbau wieder eröffnet. Heute steht das Hotel als einer der schönsten Juwelen der Innenstadt. Gegenüber dem Vanoy ist der Jagdhafen. Bummelt in Richtung Osten und der Weg führt zum Vanoy Park. Erkennt ihr diese Aussicht von meinem Intro-Video? Das hier ist Vanoy Park, ein schöner Ort für eine Aufnahme. Wenn ihr Lust dazu habt, weiter zu bummeln, gibt es einen Gehweg, der entlang der Bucht zieht. Manchmal sitzen meine Frau und ich gerne auf einer Bank, um uns zu entspannen und die leichte Buchtbrise zu genießen. Immer ein schönes Ende zu einer Verabredung und ein schönes Ende zu diesem Video. Ich habe euch mehr von der Innenstadt zu zeigen. Dieses Video ist Teil 1. Wie schon in früheren Videos gesagt, drehe ich ein Video pro Monat, um mein Deutsch zu verbessern und euch Leben in Florida vorzustellen. Wenn euch meine Videos gefallen, tut mir bitte einen Gefallen, klickt die Daumen hoch und abonniert bitte. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal von Fahrschein nach Florida. Ihr Fahrschein nach Sonnenschein. Tschüss.